Trainer ist schon ein bisschen länger da, trotzdem. Bulle! Wenn du neu da bist, geht es auch darum, so der erste Eindruck zählt. Hör mal auf zu schreien, hallo! Was hat denn Frank Kramer der Mannschaft, also wie hat Frank Kramer seinen ersten Eindruck verfestigt? Was hat er gemacht? Nichts. Was ich jetzt, ich sag's immer wieder, es ist ein bisschen wie so ein erster Schultag, du kommst zusammen, alle haben noch eine Note bekommen, alle sind sehr freudig, alle sind gefühlte Stammspieler, alle haben sich lieb, das ist ja immer so schön. Und man weiß ja als ehemaliger, dass es auch dann irgendwann in der Vorbereitung anders ausscheinen kann. Nein. Wichtig war in Tag 1 und 2, das war ja Montag und Dienstag in der Testung, dass der Frank mit seinem Trainerteam zusammen mit dem Spieler immer zusammenwechselt, Staff, fleißige Jungsgespräche führt und heute so erstmal dieser offizielle Teil. Also das ist wichtig, dass der Vorstand mal einmal spricht, dass der Sportdirektor spricht. Und ich glaube, da war es von der Aufteilung her gut, dass man das sacken lassen und der Frank ganz einfach als Trainer auf dem Feld zu den Jungen spricht, zu sagen, so Leute, das erwarte ich von euch und das ist das miteinander. Und dann sich kennenlernen. Ich glaube, das ist ein bisschen Geschnuppern. Wie ist denn die Stimme? Ist die laut? Ist die leise? Auf was legt der Wert? Wie viel Fremdsprachen kann der? Ja, das sind so Kleinigkeiten. Von daher war das wirklich ein gutes Zusammenkommen, wo man, glaube ich, gewisse, man muss transportieren, was man erwartet von der Saison. Was es bedeutet, wenn wir sagen, Klassenerhalt ist unser großes Ziel, der Klassenerhalt, dann ist es auch das Ziel, das ist allem unterzuordnen. Und auch nochmal bewusst gemacht, dass die Mannschaft, die wir letztes Jahr hatten, war schön, den brauchen wir nochmal. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr, weil wir natürlich auch da wissen, dass diese Liga, wo wir jetzt drin spielen, in der ersten Bundesliga, da liegt die Latte nochmal ein bisschen höher und da kann es auch schon mal richtig scheppern und nicht nur in die positive, sogar negative Richtung. Und da müssen wir auch da sein. Ne? Bei Volkswagen ist klar, legen wir uns alle in den Arm, aber immer negativ. Also daher, gutes erstes Gefühl. Die Jungs hatten alle den Kopf oben, gefühlt auch, haben es alle verstanden. Von daher, gut. Du brauchst eine neue Bundesliga-Mannschaft. Wie bist du denn mit deiner Mannschaft? Wenn ich die Baustelle bestätigen würde, hätten wir die Headline, aber jetzt nicht. Das ist in der Kaderplanung einfach von daher schwieriger, weil natürlich auch den Jungs, das habe ich Ihnen auch gesagt, die letztes Jahr hier waren, die sind bei mir hier. Weil das ist klar, das ist bewusst auf mich jetzt bezogen oder unsere Truppe, auf die wir stolz sind. Die haben Schalke 04 in die Bundesliga zurückgebracht. Da geht die Brust erstmal raus. Das heißt, die dazukommen, haben ein unfassbar eine Aufgabe, sich zu integrieren, sich integrieren zu lassen, in diese Gruppe reinzuwachsen. Und jetzt geht es darum, natürlich zu sagen, wir wollen Qualität hinzuführen, aber auch so hinzuführen, dass es in der Gemeinschaft wird. Wir können jetzt nicht sagen, die Jungs sind aufgestiegen, vielen Dank dafür, hier sind 11 neue Startspieler und die machen das jetzt. Das kann in der Gruppe nicht funktionieren. Also wir werden auch da die Gemeinschaft brauchen und sukzessive auch verstärken, das werden wir tun. Und da sind wir hier im Gespräch, die Achse muss stimmen, da haben wir noch ein, zwei Themen, die wir zu bespielen haben. Aber das Erste fühlt sich gut an und freut sich natürlich dann, oder fühlt sich dann gut an, wenn alle dann beisammen sind. Und es despektierlich zu meinen, der große Ballast sind ja die großen Verträge der Spieler, die noch vom Hof sollen und hoffentlich einen neuen Vertrag finden. Wie weit sind Sie denn bei den großen Namen, bei Arid, bei Kabat, bei Martoni? Ich bin so weit, dass man da, wie auch im letzten Jahr, man kennt ja die Gespräche, die sie sind, einfach das gespielt, dass man mit den Agenten im Austausch ist, zum Teil auch mit den Spielern schreibt und auch da eine gewisse Transparenz an den Tag ist. Ich glaube, es ist wichtig. Auch da, der Markt gibt nicht so was her, dass man sagt, ja, heute morgen spielt das mal kurz ein und dann wird derjenige übernommen. Der Armin hatte ein Top-Jahr in Marseille, das hat sich sehr, sehr gelohnt. Ozan jetzt auch wieder fit geworden, also auch da sehen wir, dass der Markt ist. Der Rabbi hat ein sehr, sehr gutes Jahr. Das sind ja so immer die drei Schwergewichte. Und trotzdem ist es so, dass es sehr gut sein kann, dass die Jungs erstmal hier auftreten. Und es ist halt so, dass wir für uns klar sind, es wird keine Trainingsgruppe 2 geben. Das ist halt für uns elementar wichtig, weil wir sagen, das haben wir im letzten Jahr auch schon gemacht. Letztes Jahr auch schon die gesamte Gruppe da. Der eine möchte Stammspieler auf Schalke werden, der andere möchte einen anderen Verein, eine Herausforderung. Das werden wir sehen, aber die Gespräche laufen definitiv. Das kann im letzten Segment kann das immer recht schnell gehen. Sie haben ja zwar schon bei der Vorstellung des neuen Trainers gesagt, was für einen Eindruck macht er von Ihnen jetzt, nachdem Sie ja jetzt auch planerisch und die ersten Trainingstage, die Sie sicherlich auch mitverfolgt haben, welcher Eindruck macht er von Ihnen? Und wenn Sie noch mal sagen könnten, warum Sie sich für ihn entschieden haben. Ich muss ja überlegen, was ich denn damals gesagt habe. Das sind die gleichen Werte, Gott sei Dank kriegen wir das noch hin. Tag 1 und 2 war ich bewusst nicht dabei, weil das ist, da hat der Sportdirektor meines Erachtens nicht zu suchen. Da ist der Trainer einfach derjenige, welche, der mit seinem neuen Trainerteam, mit dem Staff und den Spielern zusammenkommt. Das ist dann auch ein Beschnuppernohr. Frank wirkt für sich selber. Ich glaube, das sind für mich immer Dinge, wenn ich dann zur Mannschaft spreche, dann weiß ich, der Frank würde ähnliche Worte wählen, weil ihm das Teamgefühl wichtig ist, die Gemeinschaft wichtig ist, natürlich eine gewisse Hierarchiestufe, das harte Arbeiten, das mehr machen als weniger reden. Das ist, glaube ich, mehr reden, mehr machen. Das ist wichtig, diese Balance auch zu halten. Wir werden es auch hier auf Schalke, nur in der Gruppe auch hin.
Denn der Verein ist definitiv hier, es wird immer das Größte sein. Und da diesen Baustein zu finden, der natürlich das letzte Wort hat, aber trotz allem auch Dinge zulässt, Experten dazu zu lassen. Wenn ich jetzt sehe, auch gerade das Training heute, wie sagt man so schön, es gibt ein Bild. Es gibt ein Bild in der Wahrnehmung, es gibt ein Bild, wenn der Bujo eine Gruppe führt, wenn der Matthias Kreuzer eine Gruppe führt, wenn der Frank beobachtet, dass auch mal reingeht. Das sind für mich elementare Dinge. Keiner denkt sich, warte mal, dann spreche ich mal in die Gruppe rein, weil ich bin hier der Big Boss. Warum weiß ich nicht? Weil im Endeffekt stehen wir alle voneinander und sagen, jetzt haben wir ein Spiel in Köln, das war so und Frank ist total authentischer Fuchs. Wenn jetzt Kreuzer auch nichts vorspielen wird, der ist, wie er ist. Und wie gesagt, nochmal, von dem muss sich alles hart erarbeiten. Finde ich persönlich eine gute Geschichte, weil das Grünchen aufsetzen, du bist der Supermann und im Endeffekt nach 3 Niederlagen, dann sind wir alle hier. Der Großschlammer hat mich ja auch gefragt von denen. Irgendwie war gefühlt, letztes Jahr war das bei dir so und jetzt hast du einen Trainer eingestellt, jetzt bist du schon wieder in die anderen Richtung. Da sieht man einfach, wie das ist. Da muss man sich schon frei machen. Wir können eh nur arbeiten. Wir müssen versuchen, den besten Job zu tun, authentisch zu sein. Die Fans mitzunehmen, ich meine, brauchen wir nicht mitnehmen, die sind ja da, die werden uns peitschen und es muss einfach das Gefühl geben, wenn hier einer nach Schalke kommt, der rappelt. Das ist unser Ziel. Die Mannschaft ist mit, auch hier nochmal mit viel Beifall empfangen worden, jetzt bei dem ersten öffentlichen Training. Gleichzeitig hat man natürlich auch immer gesagt, okay, wir sind jetzt wieder in der ersten Liga, Gott sei Dank, aber die Herausforderung ist sehr groß. Wie zuversichtlich sind Sie, dass, sagen wir mal, diese realistische Einschätzung, dass die erste Liga sicherlich eine Herausforderung für einen Aufsteiger wie Schalke ist, dass die auch Bestand haben wird während der Saison? Ich habe gar keine Zweifel. Also ich bin grundsätzlich immer ein positiver Typ, aber auch ein kämpferischer Typ. Also ich werde bis zum Schluss an diesen Fakt glauben. Also ich meine, ich sage mal so schön, wenn du von oben nicht überzeugt bist, dann was willst du denn sagen, dass die Spieler überzeugt sind? Wir gehen vorweg, wir werden uns auch nichts vormachen. Wir werden auch gewisse Dinge dann auch immer wieder bespielen müssen. Der Klassenerhalt ist unser großes Ziel. Wenn ich sage, der Klassenerhalt ist wieder Aufstieg, ist das nicht klein gemacht, sondern auch die Realität. Ja, wenn wir mit einem gewissen Budget hier hantieren auf Schalke, was einfach ein neues Thema auch ist, und du spielst gegen ein absolutes Schwergewicht, was das Budget angeht, also, dann weißt du, wer der Favorit und wer der nicht ist. Aber ich ganz ehrlich, fühle mich so eine Herausforderrolle einfach pudelwohl, weil ich weiß, dass dieses letzte Jahr uns so viel gebracht hat, die haben sich noch gezogen, dass du auf den Platz kommst und die Zuschauer bleiben. Das ist das höchste Gut, was du bekommen kannst. Eine Anerkennung. Ich sage ganz ehrlich, das müssen wir uns aber auch immer wieder neu beweisen, ja, dass der Schalke auf der Bühne sieht, das sind unsere Jungs schon beginnen müssen. Ja, danke euch. Danke, Herr Gien.